Der gegenteilige Lebensentwurf der Polygamie ist die Monogamie. Wobei wir ja eigentlich schon sagen können, dass das Wort Lebensentwurf schon sehr komisch klingt, weil wir uns das gar nicht freiwillig aussuchen, monogam zu leben. Wir müssen uns eigentlich wirklich zugestehen, dass wir monogam leben sollen, dass wir uns von unserer Erziehung her, dass wir so eingestellt worden sind von unserer Erziehung her, dass wir das sein sollen. Polygam gilt als verrucht, als frivol, als etwas, was uns irgendwann schaden soll oder wird. Und monogam erscheint immer als seriös, als sauber, als etwas, was uns gut tut, als gesund. Also es ist eine Konnotation, eine Bewertung hat stattgefunden auf den Begrifflichkeit schon allein. Und das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen, dass wir uns gar nicht frei entschieden haben. Von Anfang an nicht, wie wir leben wollen. Unsere Eltern haben uns vielleicht auch in der Monogamie vorgelebt, vielleicht sogar eine unfreiwillige, und sind vielleicht fremdgegangen, heimlich. Und wenn wir uns das vor Augen führen, hat diese ganze Sache schon eine ganz andere, ein ganz anderes Gesicht. Die Nachfrage nach Sex oder nach polygamem Leben ist ungebrochen. Die Thematik eines Seitensprungs, eines Ausrutschers oder wie man es immer auch nennen will, ist Thema Nummer eins in den Beziehungen, die eine monogame Lebensweise in ihre Regel geschrieben haben für ihre Beziehung. Es wird dann hinterfragt, warum, weshalb, wieso. Die Liebe wird in Frage gestellt. Nein. Es ist ganz anders. Ich stelle die Monogamie in Frage. Diesen Käfig stelle ich in Frage, der dich einsperrt. Dieses erzwungene, durch Moralketten erzeugte Gerüst. Und die Polygamie ist die natürliche, das Gefühl, die natürliche Gegebenheit, das, was da ist, was du eigentlich unterdrücken sollst, wenn du in eine Beziehung gehen sollst, in eine monogame Beziehung. Das heißt, du gibst ein Stück Freiheit ab für dein angebliches Glück, was du dann hättest. Aber das ist nicht das Glück. Und das sehen wir jeden Tag. Wir sehen jeden Tag Beziehungen, die sich aneinander ketten, unglücklich werden, immer unglücklicher, und dann irgendwann zerreißt die Beziehung wieder. Und dann in die nächste Beziehung rein und in die nächste und immer das gleiche Spiel von vorne. Und dadurch, dass wir neue Techniken haben, dass wir neuere, schnellere Möglichkeiten haben zu daten, ist dieser Zyklus immer schneller. Die Beziehungen dauern nicht mehr 7 Jahre und auch nicht mehr 5 Jahre oder 3 Jahre, sondern nur noch ein halbes Jahr, nur noch Monate, nur noch Wochen. Und wenn wir uns das vor Augen führen, sollten wir uns eigentlich mal die Frage auch gefallen lassen, sollten wir nicht unser Beziehungsmodell einfach überdenken? Warum schmeißen wir einen Partner weg, mit dem wir ein halbes Jahr glücklich waren, nur weil wir unsere Polygamie nicht leben können, die wir uns ja gar nicht zugestehen wollen? Der Partner ist was Wertvolles. Ich habe mit dem Partner gemeinsame Erlebnisse gehabt, mit denen ich mich mit ihm unterhalten kann, mit dem ich mich an diese Erlebnisse zurückbesinnen kann. Es ist ein unschätzbarer Wert, der verloren geht, weil mit diesem Partner gehen auch meine gemeinsamen Erlebnisse, die ich mit ihm hatte, auch. Das werfen wir weg. Wir fangen von vorne an. Wir fangen mit einem fremden Partner an, der uns gar nicht kennt und uns wahrscheinlich gar nicht kennenlernen wird, wirklich, so wie wir wirklich sind, weil es schon längst wieder nach ein paar Monaten beendet sein wird. Und das wird uns zersetzen.
Das wird uns komplett auffressen. Wir haben gar keine Energie mehr für eine neue Beziehung, diese so anzufangen, dass wir sagen können, der Partner hat eine Gelegenheit gehabt, uns wirklich kennenzulernen. Eine Anbahnung einer Beziehung wird zum Investment, wird zu einem Aufwand. Weil wir sowieso dann davon ausgehen, dass es nur eine Weile hält. Weil es mit Lügen beginnt. Weil jede Beziehung mit Lügen beginnt. Und jede Frau, die oder ihr Mann, der die Monogamie einfordert, erwartet etwas für seine Liebe. Und Liebe kann nichts erwarten. Liebe darf nichts erwarten. Wenn ich Regeln aufstelle für eine Wohngemeinschaft, wer den Kühlschrank putzt, wer die Treppe putzt, das sind Regeln. Die kann ich in einer Gemeinschaft aufstellen. Aber ich kann keine Regeln aufstellen, woran ich eine Liebe festmache. Und das wird genau getan. Es wird getan oder so getan, als ob ich sagen könnte, wenn mein Partner nicht fremd geht, dann liebt er mich. Ich versuche also Regelwerke zu bauen, die meine Liebe beweisen. Das ist gar nicht möglich. Oder ich will Regelwerke bauen, um den Partner zu binden. Sicherheit. Warum soll ich einen Partner festketten, wenn er gehen will? Was tue ich mir dann an? Und ihm? Macht auch keinen Sinn. Ich kann nur meiner Liebe und meiner Zuneigung gewiss sein, wenn mein Partner frei ist und jeden Tag gehen kann. Und wenn er trotzdem bei mir bleibt, weiß ich es. Warum versuchen wir also nicht, unser Beziehungsmodell Monogamie von vornherein zu verwerfen, um auszuschließen, dass das genau der Grund sein wird, warum wir uns wieder trennen. Weil wir Angst haben, der Partner könnte besser aussehen, er könnte anders sein. Natürlich ist er anders. Jeder Partner ist anders. Das ist das Schöne. Wenn wir Angst davor haben, dass ein Partner attraktiver sein könnte, als wir selbst es sind, sollten wir an unser Ego arbeiten und nicht daran, den Partner irgendwie zu binden. Lasst uns das Monogame einfach dorthin schmeißen, wo es hingehört, nämlich in den Mülleimer der Moral. Und lasst uns anfangen, unsere Beziehung so zu leben von Anfang an, dass wir uns nicht einsperren. Und dann fangen wir nämlich an, auch zu erleben, wie ein Partner glücklich ist und nicht eingesperrt. Glück ist nämlich nicht allein dadurch gesichert, dass ich einen Partner gefunden habe, bei dem ich mich geborgen fühle, bei dem ich gerne bin, sondern auch, dass ich ein glückliches Sexleben habe. Beides. Und ich kann beides nur erhalten, wenn ich beides nicht erzwinge. Lasst euch also nicht verleiten von der angeblichen Sicherheit einer Monogamie. Es ist genau das Gegenteil. Es ist euer sicherer Untergang eurer Beziehung.